Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute behandeln wir eine Frage, die ich hier auf YouTube bekommen habe. Das war eine ganz lustige Sache, und zwar, ich habe die Frage bekommen und meine erste Reaktion darauf war, Peter, also der Peter hat diese Frage gestellt, ich habe geschrieben, Peter, ich verstehe die Frage nicht. So, und dann hat er die Frage nochmal gestellt und da die ein bisschen komplexer ist und ich ja durchaus manchmal ein bisschen zur Faulheit neige, habe ich gedacht, Mensch, da mache ich doch gleich ein Video darüber, weil dann bekommt erstens der Peter seine Antwort und zweitens habt ihr auch was davon. Also jetzt geht's los, es geht um einen Call, es geht um den Kauf eines Underlying, eine Kombination. Wir schauen uns das mal an. Wir blenden euch an der Stelle auch mal diesen Kommentar hier mit ein und ihr seht also, wenn ihr hier spannende Dinge auf YouTube kommentiert, ne, dann greife ich die auch gerne aus, mache dann ein Video darüber. Wenn ihr jetzt schreibt, der Ton ist nicht so gut, dann mache ich kein Video darüber, okay? Also es muss schon was Fachspezifisches sein und wir schauen uns das Ganze mal an und wenn ihr jetzt gerade nebenbei so kleine Trippelschritte hört, ne, das ist der Brösel, der ist nämlich immer ganz interessiert, wenn wir hier Videos drehen. Also fangen wir mal an. Es geht um Folgendes und zwar, wir haben eine Aktie, XYZ, die aktuell 90 Dollar kostet. So, und jetzt wird Folgendes gemacht. Und zwar, jetzt wird eine Call-Option verkauft, also ein Short-Call, und zwar mit einem Strike von 100. Okay, das heißt also, wir verkaufen einen nackten Call. Aktie ist bei 90, der Call wird verkauft bei 100 und dafür bekommen wir halt irgendeine Prämie. So, und jetzt ist die Frage, gleichzeitig lege ich eine limitierte Kauforder in den Markt, und zwar hier für diese Aktie, und zwar also ein Stop-Buy at 101. So, und jetzt ist halt noch so ein bisschen beschrieben, was passieren kann und so weiter und so fort. Und jetzt gehen wir das einfach mal der Reihe nach ein wenig durch. Also, was ist die grundsätzliche Idee? Du hast hier eine Aktie und du hast vielleicht die Erwartungshaltung, dass du sagst, okay, die Aktie fällt oder die Aktie geht seitwärts und deswegen verkaufst du hier einen Call. So, soweit, so gut. Die Risiken, die damit einhergehen, sind ja bekannt, ne? Also die Risiken könnten ja sein, okay, erstens, du bekommst für Call-Optionen immer eine relativ geringe Prämie, weil hast bestimmt schon mal gehört, es gibt diesen sogenannten Smile. Put-Optionen sind immer teurer als Call-Optionen. Warum? Weil die meisten Leute sich immer gegen fallende Kurse absichern und nicht gegen steigende Kurse. So, das heißt also, du hast hier das Problem etwas geringerer Prämie. Das eigentliche Risiko, und das ist auch der Grund, warum wir keine nackten Calls auf Aktien verkaufen oder nur in ganz, ganz, ganz seltenen Fällen, ist einfach der Grund, es könnte Folgendes passieren, nämlich die Aktie könnte übernommen werden beispielsweise. Und wenn heute Firmen übernommen werden, dann ist es in der Regel ja so, dann werden die ja nicht zu dem Preis, wo sie jetzt hier, also zum Beispiel jetzt hier diese 90 Dollar übernommen, sondern da gibt es in der Regel einen Aufschlag. 20%, 30%, manchmal auch 50%, ne, je nachdem, wie das Ganze ist. Und das heißt also auch, wenn du eine Aktie hast, die zum Beispiel so fällt, kann es dann einen riesen Gap nach oben geben. Und jetzt stellt euch mal vor, diese Aktie wird übernommen für 120, dann bist du hier mit einem Short Call, bist du quasi tot. Weil, überlegen wir nochmal ganz kurz, ein Short Call, was hat der für eine Verpflichtung? Du weißt, Optionen bestehen aus Rechten und Pflichten. Der Käufer hat immer ein Recht, das heißt, er kauft einen Call und darf die Aktie kaufen. Und der Verkäufer übernimmt die Pflicht, ihm die Aktie zu verkaufen. Das heißt, er muss ihm die liefern und wenn er sie halt nicht hat, ist er dann entsprechend short in der Aktie. Das heißt, er hat einen Leerverkauf. Und wenn die Aktie eben jetzt bei 120 steht und da übernommen wird und du musst sie bei 100 liefern, du bist bei 100 dann short, dann hast du eben diese 20 Punkte Differenz minus und die kannst du auch nicht ausgleichen, weil du kannst die Option nicht mehr rollen, du kannst nichts mehr machen, weil ja der Trade quasi an der Stelle tot ist. Ne? Weil für 120 übernommen, was soll da noch passieren? So. Und deswegen ja jetzt hier die Idee des Fragestellers von Peter, und zwar, dass er sagt, okay, dann mache ich Folgendes, dann lege ich mir doch hier an denselben Strike oder ganz knapp darüber einen Stop-Buy in den Markt. Ich muss mal ganz schnell schauen, ob er auch Stop-Buy geschrieben hat. Und zwar, ich glaube, er hat geschrieben, lege ich eine limitierte Kauforder des Basiswertes an den Break-Even. Also Peter, an der Stelle, eine limitierte Kauforder kannst du nicht legen. Du kannst nur einen Stop-Buy legen. Weil wenn du hier jetzt ein Limit reinlegen würdest, ne,
also heißt einen Limit Buy, dann heißt das ja, kaufe zu 101 oder günstiger. Also ein Limit ist ja immer das, was du maximal ausgeben willst. Und wenn du jetzt sagst, okay, du legst bei 101 ein Limit rein und die Aktie ist gerade bei 90, dann wird dein Trade sofort ausgeführt. Das heißt, wenn du das so machen willst, und so hast du es natürlich auch gemeint, dann musst du einen Stop-Buy in den Markt legen. So, und die Idee wäre also jetzt folgende. Angenommen, die Aktie geht jetzt hier so nach oben, ne? Dann wäre folgendes. Dann kämst du hier in den Punkt, wo du mit deiner Option im Geld wärst. Und hier würde ja dann sofort die Aktie gekauft werden und damit hättest du quasi einen, nennen wir es mal, Covered Call, weil du ja plötzlich die Aktien besitzt. Ne? Und schauen wir uns mal auf der nächsten Seite die Vor- und Nachteile dieser Herangehensweise an. Also, wir malen nochmal das Bild auf. Aktie steigt hier nach oben. Hier ist der Short Call und knapp darüber ist der Stop Buy. So, und was ist jetzt das mögliche Risiko? Das Risiko ist natürlich, und du hast es in deiner Frage auch schon beschrieben, ist natürlich das von mir schon angesprochene Gap-Risiko. Das heißt also, die Aktie könnte beispielsweise eine Nacht ein sogenanntes Gap, also eine Kurslücke aufweisen. Sie springt eben auf die 120. Und was bedeutet das dann? Dann bedeutet das Folgendes. Du kaufst dann quasi die Aktie, also angenommen, machen wir das Beispiel, die ist bei 90 und jetzt geht die über Nacht auf 120, okay? So, was passiert jetzt? Deine Call-Option, das bleibt alles das Gleiche. Ne? Du hast immer noch die Verpflichtung bei 100, also das ist ja hier ein 100er Call, bei 100 die Aktie zu verkaufen. So, und jetzt hast du einen Stop-Buy, wo wird der ausgeführt? Der wird natürlich am ersten Kurs ausgeführt. Also nicht bei den 100, wo du dir das, oder 101, wo du dir das gedacht hast, sondern auch bei 120. Das heißt also, du hast jetzt Aktien im Depot. Damit ist dein weiteres Verlustrisiko begrenzt. Also mehr als das kann jetzt nicht passieren. Der Verlust ist aber dennoch da. Weil eben, wie gesagt, über Nacht ja, oder nachbörslich dieses Risiko hier oder dieses Gap entstanden ist. Und du kommst eben nicht mehr besser rein. Okay, das ist Punkt Nummer 1. So, das heißt, das bringt dir jetzt nicht wirklich was. Punkt Nummer 2, und das ist auch was, was man beachten sollte, ist folgendes. Wir lassen mal die Aktie hier bei 90 sein. Hier oben ist deine Kombi aus Short Call und Stop Buy. Und jetzt passiert folgendes, und zwar die Aktie geht nach oben. So, und hier ist Laufzeitende beispielsweise, okay? Was passiert dann an der Stelle mit deinem verkauften Call? Erstmal noch gar nichts. Ne? Erstmal passiert überhaupt noch nichts. Das heißt also, das ist erstmal noch vollkommen egal, weil der Besitzer dieses Calls hat ja jetzt das Recht zu wählen, nimmt er die Aktien oder nicht. Und das wird er wahrscheinlich nur machen, wenn es ihm auf die Dividende ankommt. Da er aber eine weit aus dem Geld liegende Option gekauft hat, ist er wahrscheinlich nicht so sehr auf eine Dividende erpicht, sondern eher auf einen Kursgewinn. Das heißt also, dass du angedient wirst, ist relativ unwahrscheinlich. Was wird aber passieren? Dieser Order hier, der ist dabei, wird definitiv ausgeführt. Ne? Das wird also definitiv ausgeführt, weil die liegt ja im Markt. Das heißt, du hast jetzt eine Position. Bei 101 bist du jetzt long in der Aktie und du müsstest sie, wenn es bis zum Laufzeitende so bliebe, bei 100 wieder abgeben. Das heißt, du machst einen Dollar Verlust, hast natürlich aber noch die Prämie der Option bekommen. Das heißt, dein Risiko ist sehr, sehr überschaubar. Entweder du hast plus minus null oder nur ein ganz, ganz geringes Risiko. Wenn es so bis zum Laufzeitende bleibt, aber, und jetzt kommt das Aber, angenommen, es geht wieder auf 90 zurück, dass wir einfach nur mal eine Zahl nehmen. Okay, was hast du dann? Dann hast du hier diesen Short Call. Was wird mit dem passieren? Der wird wertlos verfallen. Weil der Inhaber dieses Calls, also der Käufer, wird nicht sagen, okay, ich kaufe dir die Aktien für 100 ab, wenn er sie am Markt wieder für 90 bekommen kann. Macht keinen Sinn für ihn. Ne? Also das heißt, hier diese Prämie, die du hier bekommen hast, Kaching, die gehört dir. Gleichzeitig hast du aber jetzt 100 Stück dieser Aktien im Depot für 101 und hast damit jetzt auch wieder einen Verlust erlitten. In dem Falle 11 Dollar pro Aktie, das heißt 1100 Dollar. Das wirst du schwerlich mit dem Call herausverdient haben. Ne? So. Und das bedeutet also, du hast, wenn das hier passiert, erleidest du einen größeren Verlust, den du mit deiner Option nicht hättest. Jetzt könnte man ja sagen, okay, mache ich es doch ganz clever. Wenn es wieder runter geht, verkaufe ich es wieder. Ne?
Und das ist aber etwas, das nennen wir dann Sägezahnmarkt. Was ist denn, wenn das angenommen, machen wir mal hier das Beispiel, also hier ist diese ominöse 100er-Grenze, es geht einmal darüber, du wirst lang eingebucht und jetzt sagst du, okay, wenn es hier wieder runter geht, dann gehe ich halt wieder raus. Was ist aber, wenn das hier passiert? Ja, du kannst ja nicht permanent rein, raus gehen, verlierst du Geld. So, und aus dem Grund ist einfach das Gap-Risiko und das aus meiner persönlichen Sicht und das, was wir hier jetzt auf die Kürze besprechen können, wenig sinnvoll, das so umzusetzen. Ja, also es macht eigentlich keinen Sinn. Und deswegen als Alternative, wenn du sagst, okay, du möchtest, deine Ursprungsidee ist ja, einen Call zu verkaufen, ne, weil du sagst, okay, ich glaube nicht, dass die Aktie steigt oder wie, dann grenze dein Risiko ein, indem du einfach sagst, entweder du hast die Aktien im Depot, dann ist es ein Covered Call, dann gehst du gar kein Risiko ein, das heißt, du hast die Aktien schon. Oder aber zweitens, du machst einen sogenannten Bear Call Spread. Nehmen wir mal, komm, heute hier, heute ist ja nicht Tag der Umwelt, machen wir noch das dritte Blatt. Also du hast jetzt einfach hier, die Aktie ist irgendwie hier und du schreibst hier den Call und jetzt sagst du, okay, ich verkaufe noch einen Call dazu, dann hast du das als maximales Risiko, egal was passiert. Wenn die Aktie hier oben aufmacht, dann macht sie hier oben auf, ist dir wurscht, weil du hast hier diese Absicherung. So, und sehr, sehr gute Überlegung, aber und deswegen versucht euch wirklich bei solchen Sachen, wenn ihr selbst solche Dinge überlegt, versucht es einfach mit einem Blatt Papier zu machen, okay? Schreibt euch auf, wann gibt es ein Recht, wann habe ich eine Pflicht, was kann passieren, wo werde ich ausgeführt und so kommt ihr dann immer weiter in das Thema rein. Sehr, sehr gute Frage, Peter, und du bist ja die nächsten Tage sowieso bei uns ja auch mal in der Akademie und deswegen werden wir das auch nochmal persönlich wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher besprechen. Was wollte ich noch sagen? Ja, ganz wichtiger Punkt. Es kann natürlich jetzt sein, du hast dieses Video jetzt gesehen und jetzt hier oben, ich verstehe das alles nicht, ne? Call, Put, Stop, Buy und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt sagst, wirklich, du blickst da noch nicht so richtig durch, keine Sorge, Optionshandel ist nicht so kompliziert. Ganz im Gegenteil, du hast mit Optionen ein super Instrument, wo du ganz, ganz viel machen kannst. Du musst bloß super Grundbegriffe kennen. So, und wenn du super Grundbegriffe kennenlernen möchtest, gibt es zwei Möglichkeiten. Der erste, für alle, die zu Hause lernen wollen, schaut euch unseren Online-Lehrgang an, Optionshandel für kleine Konten. Link gibt es hier unten. Da kannst du das zu Hause, sind über 60 Videos drin. Da kannst du dir das zu Hause ganz, ganz in Ruhe anschauen. Kannst jedes Detail lernen und hast einen perfekten Einstieg in den Optionshandel. Oder aber wer sagt, ich will es kompakt haben, ich will es schnell haben, mir ist Zeit viel, viel wichtiger, dann komm hier zu uns in die Akademie, zum Beispiel aufs Starter-Seminar. Und dann erklären wir dir das hier ganz persönlich, ganz individuell. Und wenn du wissen willst, ob das das Richtige für dich ist, hier unten ist ein Link. Trag dich ein für ein kostenloses Beratungsgespräch. Und dann sehen wir uns demnächst vielleicht hier in der Akademie. Für heute war es das. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr solche Fragen habt, schreibt die bitte in die Kommentare. Ihr dürft auch darüber natürlich diskutieren, bewertet das Ganze. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.